Hallo und herzlich willkommen. In unserer heutigen Folge von Phoenix Reisen TV möchten wir Ihnen etwas beeindruckend Neues vorstellen, das die Art und Weise, wie Sie Videos auf der Internetseite von Phoenix Reisen wahrnehmen, verändern wird. Der neue Trend heißt Virtual Reality oder Augmented Reality und in seiner abgewandelten Form schlicht und einfach 360-Grad-Video. Und um Ihnen hier und heute und in Zukunft schon den Trend von morgen zu präsentieren, haben wir zahlreiche Kabinen und andere Orte auf unseren Hochsee- und Flussschiffen besucht und dort spezielle 360-Grad-Videokameras aufgebaut, die quasi gleichzeitig eine Rundumsicht aufnehmen, also einmal rundum anstatt nur einem normalen Bildausschnitt. Jetzt zeige ich Ihnen einmal unsere 360-Grad-Kamera. Hier werden also gleichzeitig 4 Videos in alle Richtungen aufgenommen. 1, 2, 3, 4 Kameras vorne, hinten, links und rechts, alles gleichzeitig. Sie haben also die Möglichkeit, mit einem Blick alles zu erfassen. Und nach den Aufnahmen werden diese einzelnen Videos aufwendig zusammengesetzt. Und es entsteht eben ein solches 360-Grad-Video. Und dadurch sehen Sie unsere Schiffe dann aus einer völlig neuen Perspektive. Sie nehmen quasi den Platz unserer 360-Grad-Kamera ein und erleben hautnah die ungewöhnliche Atmosphäre, in der Sie sich umschauen und bewegen können. Ja, und so tauchen Sie ein in eine neue und virtuelle Umgebung und Sie bestimmen selbst den Bildausschnitt. Nun, wie können Sie die Videos eigentlich aufrufen? Die naheliegende Betrachtungsmöglichkeit ist eben die mithilfe Ihres Computers, indem Sie die verschiedenen Videos über einen Browser aufrufen können. Dazu rufe ich einmal dieses Video auf. Und ich kann mich per gedrückter Maustaste in dem Video bewegen. Ich schaue nach links, ich schaue nach rechts und gewinne schon einen tollen Überblick über die Kabine und gewinne dadurch auch einen räumlichen Eindruck, der mir das Betrachten eines normalen Fotos eben nicht bieten kann. Ja, das ist schon toll, aber nun nicht wirklich neu, da es schon seit einiger Zeit ja auch Panoramafotos gibt. Spannender aber ist auf jeden Fall die Betrachtung auf einem Smartphone oder auf einem Tablet-Computer über die kostenlose YouTube-App. Das Faszinierende ist nämlich bei der Betrachtung über die App, dass das Video quasi mitbekommt, wie Sie das Smartphone halten und bewegen und entsprechend sofort reagiert und die Perspektive in Echtzeit ändert. Das ist wirklich großartig, das müssen Sie unbedingt gesehen haben. Sie drehen sich mit dem Smartphone um die eigene Achse, wenn Sie das wollen, und die Perspektive des Videos, beziehungsweise in diesem Fall ist es eine Kabine, folgt eben Ihren Bewegungen und zeigt Ihnen somit die Rundumsicht. So können Sie das machen. Sie werden sehen, das sind fantastische Erlebnisse. Sie entscheiden, was Sie sehen, und das ist dann tatsächlich eine ganz neue Erfahrung. Und das verspreche ich Ihnen, macht richtig viel Spaß. Probieren Sie es gleich mal aus. Aber es geht noch besser, noch beeindruckender, um so richtig an Bord und mittendrin zu sein, obwohl Sie gar nicht da sind. Dazu benötigen wir eine sogenannte VR-Brille, also eine Virtual Reality-Brille, in der Sie einfach Ihr Handy einlegen. Ja, die gibt es schon bereits für 10 Euro und als Vorbild dient dabei immer das sogenannte Google Cardboard, eine einfache Pappbrille mit 2 Linsen und der Möglichkeit zur Wiedergabe, einfach sein Smartphone dort hineinzuklemmen. Das zeige ich Ihnen jetzt auch mal. Hier ist eine solche Pappbrille. Sie legen Ihr Smartphone ein, klappen das zu und schon kann es losgehen. Also, das sind wirklich großartige Möglichkeiten. Das Smartphone bzw. die YouTube-Software bzw. der Player in der YouTube-Software bietet dazu die Umschaltung auf ein getrenntes
zweigeteiltes Video an, sodass dann jedes Auge ein separates Videosignal empfängt. Und wenn Sie sich dann die Pappbrille mit Ihrem iPhone oder Ihrem Android-Handy vor die Augen halten, dann tauchen Sie wirklich komplett in das Geschehen ein, denn die Wiedergabe erstreckt sich fast über Ihr komplettes Sichtfeld. Sie bewegen sich durch den Raum, indem man einfach den Kopf bewegt, ja, wie eben in der Realität. Probieren Sie es aus, denn kein anderes Medium, das ist unsere feste Überzeugung, kann den Betrachter so in das Geschehen hineinziehen und so realistische Einblicke ermöglichen. Sie werden das Gefühl haben, bei uns, Sie seien an Bord. Qualitativ geht es natürlich immer mehr voran und somit dürfen wir uns in Zukunft noch über eine Menge neuer, innovativer Ideen freuen, die uns noch mehr Auflösung und noch mehr Interaktivität bringen werden. Als Beispiel sehen Sie hier eine Virtual Reality Brille, in das Sie einfach ein Smartphone einklemmen können. Das ist ein bisschen hochwertiger als so ein Google Cardboard. Und im Gegensatz zum Cardboard haben Sie hier eine bessere, eine höhere Auflösung, eine bessere Schärfe und ein noch größeres Sichtfeld. Das ist wirklich begeisternd. Daher meine Empfehlung, probieren Sie es einfach mal aus. Wir werden auf jeden Fall in Zukunft für genügend neues Videomaterial sorgen und haben unsere 360-Grad-Kameras bereits an Bord gebracht. Freuen Sie sich mit uns über tolle Hafeneinfahrten, neue Perspektiven von Bord, in die Sie dann ganz wie im echten Kreuzfahrtleben eintauchen können, auch wenn Sie zu Hause sind. Aber natürlich, nach wie vor sehen wir Sie am liebsten direkt auf einem unserer Schiffe, ob Fluss oder Hochsee. Und ich sage Ihnen, willkommen an Bord, willkommen zu Hause.